Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal der Modellbau. Ich bin der Sven und heute geht es weiter am R2D2 von Fenholm. Und zwar mit den Ausgaben 7 und 8. Im letzten Teil haben wir ja schon angefangen mit der Kuppel und da wird es auch jetzt dran weitergehen. Und unter anderem werden wir an unserem rechten Bein hier unten ein Teil hinbauen. Und jetzt muss ich noch mal kurz in der Anleitung reinschauen. Und wir bekommen das rechte Fußgelenk. Da sind ein paar Teile zusammenzuschrauben und das werden wir miteinander machen. Die Teile habe ich schon mal alle hier parat. Einmal für die Bauphase 7 und für die Bauphase 8. Die anderen Schrauben und Muttern habe ich mir alle schon rausgelegt. Mal schauen, was wir davon benötigen. Und ja, ich würde sagen, ich hole euch jetzt ein bisschen dichter ran, zeige euch die Teile von der Ausgabe 7 und dann werden wir das Ganze mal miteinander verschrauben. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. In der Bauphase 7 bekommen wir wieder zwei Teile für unsere Kuppel. Wir bekommen ein Scharnier, dann Details für den Fuß und ja, das kleine Teil ist auch ein Scharnierteil und wir bekommen Muttern, zwei schwarze Schrauben und ein paar silberne Schrauben und ja, jetzt schauen wir mal, was und wie wir das alles zusammenbauen. Als erstes brauchen wir hier unsere Kuppel und so einen Kuppelrahmen und das wird jetzt hier so angesetzt. Also hier hatten wir ja den Pfeil gekennzeichnet und jetzt geht es quasi auf der linken Seite geht es jetzt weiter. Dafür brauchen wir wieder eine Mutter. Halten wir von der anderen Seite fest und verschrauben es mit einer 7 mm Schraube. Also ich habe jetzt die Schrauben von der vorhergehenden Bauphase genommen und ja, die anderen habe ich jetzt weggelassen. Also die, die wir heute dazu bekommen haben, habe ich jetzt nicht genommen, weil ich bin der Meinung, erstmal machen wir die anderen weg. So, dann haben wir diesen dran und dasselbe wiederholen wir uns. Jetzt auf der Seite. So. Erstmal tun wir die Mutter rein. So. Dann halten wir das wieder fest. So. Eine Schraube. Dann schrauben wir das miteinander fest. Der Rahmen wächst auch jetzt schön langsam. So, letzte Schraube. Und dann haben wir die Kuppelteile schon befestigt. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt können wir die Fußgelenkteile uns herholen. Und dazu brauchen wir sowie zwei der diesmal gelieferten Schrauben. Also jetzt brauchen wir die mitgelieferten Schrauben. Also es steht dann immer schön da, was wir benötigen. Gut, da haben wir zwei silberne Schrauben. Jetzt kommt das hier so drauf. Da haben wir hier zwei so Einkerbungen. Hier haben wir die zwei Nuten. Und das wird jetzt hier so draufgesetzt. Und wird jetzt von innen verschraubt.
So. So, das hier oben, dreht sich das jetzt? Nein. Weil wenn man es nämlich lose hat, dreht sich das. Okay. Dasselbe machen wir jetzt mit dem anderen Fußgelenkteil. So, ups, wieder auseinandergegangen. Und das verschrauben wir jetzt auch. So, und ja, Bauphase 7 ist damit abgeschlossen. Die zwei Scharniere tun wir uns jetzt auf Seiten. Und jetzt schauen wir, was wir Bauphase 8 machen dürfen. In Bauphase 8 bekommen wir ein Detail für das rechte Fußgelenk. Dann bekommen wir wieder zwei Teile für unseren Kuppelrahmen, was ich auch hier gut finde. Es steht immer die Bezeichnung drauf, wie es auch in der Anleitung dann so drauf steht. Wie hier zum Beispiel haben wir jetzt DF03, da war es DF04. Und wenn es zwei identische Bauteile sind, wie bei diesem hier, das ist der Ringrahmenverbindung, da steht DF07 sowie auch hier mit drauf. So, mehr halt. Hier haben wir eine Ringrahmenverbindung noch. Und ja. Das wollen wir jetzt mal zusammenschrauben und dabei brauchen wir jetzt zum Beispiel vier Muttern und vier silberne 7 mm Schrauben aus den letzten Folgen. Jetzt brauchen wir den Rahmen wieder und jetzt geht es hier auf der rechten Seite weiter. Und da kommt dieses Segment hin mit dem Loch drin. So, jetzt brauchen wir wieder eine Mutter. Zack. Halten wir uns wieder fest und verschrauben es mit einer 7 mm silbernen Schraube. So. Man kann natürlich auch beide Muttern reintun und sie festtapen und dann beide Schrauben gleichzeitig reinschrauben. Ich bevorzuge es aber auf diese Art und Weise und das funktioniert auch ganz gut. So, jetzt haben wir das fest. Jetzt brauchen wir das andere Segment für unsere Kuppel und da geht es auch hier rechts weiter. Auch hier zwei Muttern, eine rein und dann brauchen wir wieder so eine silberne Schraube. Jetzt wird es langsam schwieriger, das Ganze festzuhalten. So. Schräubchen. So, damit haben wir die Rahmenteile befestigt und jetzt geht es mit dem Metallring weiter. Und zwar werden die hiermit so zusammengesteckt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. So. Und kommt der jetzt von unten oder von oben drauf? Ist glaube ich egal, oder? Dieser Halterring. Jetzt muss ich schauen, was ich für Schrauben brauche. Du benötigst die Metallteile, die diesmal geliefert wurden, sowie zwei der Silberschrauben aus Ausgabe 7. Also brauchen wir zwei Schrauben von der vorhergehenden Ausgabe.
So. Und das wird jetzt hiermit verschraubt. Und die sind recht lang. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Wir müssen die Schrauben von der gegenüberliegenden Seite einschrauben. Und dann sollte das hoffentlich passen. So, da haben wir einmal. Machen wir noch die zweite rein. Was mich halt ein bisschen wundert, dass die Schrauben hier so rausschauen. Aber wir sollten ja die Schrauben nehmen von der Ausgabe 7. Die habe ich jetzt auch genommen. Dann denke ich, dann wird es auch so richtig sein. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Auch auf Seiten. Jetzt brauchen wir für unser rechtes Fußgelenk dieses Detail und die von Bauphase 7, die zwei Teile. Das legen wir uns jetzt so hin. Und das wird jetzt hier so draufgeschoben. Da haben wir hier drin so eine große Nut, beziehungsweise so, ja, ich nenne es mal Stift. Und das wird hier so drüber gezogen. So, und dasselbe machen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Und das Ganze wird jetzt hier auf unser Fußgelenk draufgesetzt. So rum. So. Das hält fest, okay. Und jetzt brauchen wir Schrauben. Und zwar schwarze Schrauben. Das sind dann die, die wir in der Bauphase 7 bekommen haben. Die sollen wir jetzt benutzen. Einmal rumdrehen und hier verschrauben. Also man muss echt höllisch aufpassen mit den Schrauben. Man muss wirklich alles genau durchlesen, dass man ja die richtigen Schrauben nimmt. So, und das kommt jetzt alles hier auf unser Fuß drauf wieder. So. Und ja, Ausgabe 8 ist damit auch abgeschlossen. Also wir haben wieder allerhand geschafft. Hier haben wir Details für unser Fußgelenk gemacht, für unser rechtes. Wir haben unseren ersten Metallring zusammengebaut und es ging weiter an unserer Kuppel. Und ja, das soll es von Ausgabe 7 und 8 gewesen sein. 7 und 8 vom R2-D2 sind jetzt hiermit abgeschlossen. Wir haben wieder allerhand geschafft. Wir haben die Kuppel erweitert, wir haben das rechte Fußgelenk erweitert und wir haben noch zwei Scharniere übrig. Die habe ich mir hier in so einen Blister rein, dass die mir nicht verschwinden. Und wir können ja mal schauen, was wir in Bauphase 9 und 10 machen dürfen. Und zwar in 9 haben wir Kuppelrahmen und Teile des Holoprojektors und in Bauphase 10 Kuppelrahmen und Objektiv wird zusammengebaut. Ich kann aber kurz mal reinschauen, ob wir eventuell am Bein auch noch was machen dürfen. Da ist nichts. Also 9 ist nichts zu machen am Beinchen. Und Ausgabe 10 auch nicht. Also es geht alles um das Thema Kuppel, wo wir weitermachen dürfen. Und ja, ich freue mich drauf, weiterzubauen. Und wenn ihr gespannt drauf seid, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bleibt mir vor allem gesund. Bis dahin. Tschüss, euer Sven.